So, dann wollen wir mal wieder Zeit, Mord abzuholen, ne? Na, wen haben wir denn da? Schon gut. Mord. So, jetzt. Das haben wir. Die Druckerei. Nee, da war auch nichts mehr. Jo. Gehen wir zum oberen Bezirk. Ne? Okay. Der Stockhandelsbezirk. Wir sind hier. Da. Ach so. Okay, das ist alles Siegel. Schön, dass wir jetzt hier. Okay. Moment. Wir sind hier in der Gasse der heilenden Seufzer irgendwie hier hingekommen? Okay, wie Sie meinen. Egal. Aber ja, weiter geht's wohl zum Bezirk der Kuratoren, ne? Warum ist hier der Stock mit der Leichenhalle ist der braun hinterlegt, während alle anderen grau sind? Außer das, was man halt ausgewählt hat. Hat das irgendeine Bedeutung oder? Keine Ahnung. Naja. Bezirk der Kuratoren. Offiziere des Harmoniums. Selbstverständliche Sache? Hä? Eifer? Okay, reden wir mal mit denen. Selbstverständliche Sache. Dieser riesenhafte Mensch trägt einen ebenso riesenhaften roten Harnisch mit reichen Verzierungen. Er betrachtet dich vorsichtig, aber furchtlos, als du näher kommst. Sei gegrüßt. Eine dröhnende Stimme hallt aus seinem großen Helm. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin selbstverständliche Sache. Leibwächter von Eifa, der vierten Friedensrichterin des Bezirks. Du musst mich entschuldigen, denn meine Pflichten sind an ihrer Seite. Leb wohl. Okay, dann reden wir jetzt mit Eifer. Die ernst aussehende alte Frau hat es offensichtlich eilig. Als sie bemerkt, dass du näher kommst, mustert sie dich mit einem mürrischen Blick und presst ihre Lippen zusammen. Sei gegrüßt. Die Frau nickt kurz und spricht mit eiskalter Stimme. Ja, was gibt's? Und hüte deine Zunge, denn ich bin Eifer, vierte Friedensrichterin des Bezirks. Du bist wer? Nein. Ich hätte da ein paar Fragen. Stimmt etwas mit meinem Äußeren nicht? Das will ich doch meinen. Wenn die Kleiderordnung erst einmal durch ist, dürfen Leute wie du nicht mehr so herumlaufen. Halbnackt und dreckig, wie du bist. Ja. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber eigentlich sehe ich ziemlich sauber aus. Aber so manche Kultur könnte deine Kleidung anstößig finden. Ja, da fallen mir gleich mal aus Star Trek die Ferengi ein. Eine Frau in Kleidung, das geht gar nicht bei denen. Urteilst du immer so schnell über andere? Dieser Look ist der letzte Schrei. Probier's doch auch mal. Vielleicht steht's dir ja. Ja, nein, zerschlissene Jeans sehen scheiße aus. Sie sieht dich noch einmal einen Moment an und nickt dann. Naja, ich verstehe, was du meinst. Aber trotzdem kannst du nicht abstreiten, dass du ziemlich fertig aussiehst. Mein Aussehen ist das Produkt meiner Umgebung und eines schweren Lebens. Dafür kann ich nichts. Doch, doch, das kannst du. Es ist ja so einfach, für jede Schwäche sein Leben oder seine Umgebung verantwortlich zu machen. Deine Manieren zeigen mir, dass du gebildet bist, und doch hältst du an einem Leben fest, das aus Herumtreiberei und sinnloser Gewalt besteht.
Warum lässt du dich nicht den Siegel nieder? Ich werde ein steuerzahlender Bewohner, anstatt weiter als blutbeschmierter Nomade durch die Straßen zu ziehen. Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Oh, wie das? Ihre Kühle wird allmählich von Neugier verdrängt. Das ist recht kompliziert. Erzähl ihr deine Geschichte oder zumindest das, was du darüber weißt. Keine Ahnung. Komm. Machen wir mal einen auf Handwerker und erzählen ihr die Geschichte jeder unserer Narben, unserer Hämorrhoiden, unseres Hundes und der Familie und Freunde unseres Hundes. Habe ich überhaupt einen Hund? Du erzählst deine Geschichte zu Ende. Eifer sieht schockiert aus. Das ist ja vielleicht eine Story. Ja, wäre perfekt für ein Videospiel. Wenn man es nur eine Story wäre. Aber das ist mein Leben und ich habe Namen, die es beweisen. Sie sind ja schon bei uns im ersten Zusammentreffen aufgefallen, ne? Ja, da hast du recht. Ein flüchtiges Lächeln zeigt sich auf ihrem Gesicht. Du hattest dich schon gefragt, ob sie überhaupt lächeln konnte. Viel Glück auf deinem weiteren Weg. Mögest du dich wiederfinden. Vielen Dank, leb wohl. Ich bin weg. Das war jetzt irgendwie... Naja. Mein Herr, könnte ich euch wohl kurz sprechen? Jolmis Bote. Okay. Ja, sag, was du zu sagen hast. Dieser schlanke junge Mann nähert sich mit dir mit ziemlich besorgter Miene. Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber ich suche einen bestimmten Mann und ich glaube, du könntest mir helfen. Aha, wie das? Ich bin ein Bote. Ich suche einen Mann, von dem es heißt, er könne nicht sterben. Er soll voller Narben sein und der Tod sei für ihn nichts weiter als ein lästiger Zwischenfall. Ihr passt auf diese zugegebenermaßen vage Beschreibung, die man mir gegeben hat. Ich möchte wissen, ob ihr es seid, mein Herr. Ja, ich bin es. Nein, ich bin es nicht. Wen interessiert das? Ich stehe im Dienst einer wohlhabenden Edelfrau namens Jolmi Sirma. Okay. Ich bin der Mann, den du suchst. Tja, ich bin nicht der Druide, den du suchst. Habe ich gerade Druide und nicht Druide gesagt? Oh je. Nein, ich bin natürlich der Mann, den du suchst. Er nickt, dann verneigte sich tief vor dir. Dann habe ich eine Botschaft für euch, mein Herr. Jolmi, die hochangesehene Herrin des Hauses Sirma, hat mich geschickt. Jolmi würde euch gerne in der städtischen Festhalle sehen, um euch einen Vorschlag zu machen, über den ich allerdings nichts weiß. Falls ihr sie treffen möchtet, sie trägt grüne, golddurchwirkte Seidengewänder und ihr Haar hat die Farbe von blauem Stahl. Soweit meine Botschaft. Lebt wohl! Warte, wo ist die städtische Festhalle? Stand gebracht. Im nordöstlichen Winkel dieses Teils des Kuratorenbezirks. Es ist ein großer Bau, den kann man kaum verfehlen. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Oh. Hier gibt's auch Huren. Alter Dichter, Bewohner. Eli Sonnenblut, okay. Sarajevo Vijul. Saravaras Speichellecker. Okay. Was sind denn Zinsat? Zinsate? Ich dachte Salabesch, immer, Geld stinkt nicht. Salabesch der Öl. Onyx. Okay. Onyx ist eigentlich ein Stein. Okay. Ein Torbogen in Untergrund. Malmana möchte mit uns sprechen. Moment. Also, ein Schneider nach Untersiegel, die städtische Festhalle, die Apotheke, Kunst- und Kuriositätengalerie, das Bordell zur Befriedigen intellektueller Lüste. Okay. Ich weiß, was wir nächste Folge machen werden.
Hätte nicht gedacht, dass ich mal eine Folge mit einem Blick auf die Karte spoiler. Naja, Malmana, was willst du denn? Der dünne Mann mit scharfen Gesichtszügen stirbt auf dich zu und will dich etwas fragen. Hallo, Sabatino, kommst du zufällig? Weil sie gerade vom Schneider. Der Mann fällt dir ins Wort. Ich frage, weil ich den Mann anscheinend beleidigt habe. Ich hatte den Kindsköpfigen nahe gebeten, mir ein Kostüm zu schneidern. Ja, aber er hat mich aus dem Laden geworfen und will jetzt nicht mehr mit mir reden. Der Mann ballt plötzlich seine Vollstrecke drohend gen Himmel. Was habe ich bloß getan, um so behandelt zu werden? Nichts, gar nichts. Ich war sein Kunde. Dieser grießgrämige Clown hat mich zu bedienen. Was wolltest du von mir? Hä? Er konzentriert sich wieder auf dich. Oh ja, du. Könnte ich dich bitten, für mich in den Laden zu gehen, um mein Kostüm abzuholen? Ich muss zu einem Maskenball. Ich habe keine Zeit mehr, zu einem anderen Schneider zu gehen. Okay, ich mach's aber nicht umsonst. Was? Meine Güte, du hast doch bloß ein Kostüm ab. Das geht doch ruckzuck. Also echt, für so einen kleinen Gefallen kannst du doch nichts verlangen. Gut, dann hol ich's. Oh, ausgezeichnet, Herr. Es ist das Gebäude da, gleich davon. Ich danke euch, Herr. Yeah. Boah, ist der Kerl anstrengend. Das sind namenlose Bewohner. Und hier ist Concalves. Ja. Dieser kleine, schwere Mann mittleren Alters trägt Kleider, die aus gleißendem Gold gesponnen zu sein scheinen. In seinen Händen hält er einen Ballen von Stoff, der straff um einen Holzrahmen gewunden ist. Er ist gerade dabei, irgendein Muster in den Stoff zu sticken. Sei gegrüßt. Der Mann scheint dich nicht zu bemerken. Er arbeitet weiter an seiner Stickerei und murmelt etwas vor sich hin. Bei jedem Stich scheinen kleine leuchtende Funken von der Spitze der Nadel zu sprühen. Hallo? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich sagte, sei gegrüßt. Wieder das Gleiche. Etwas unhöflicher. Nee, ich gehe einfach mal weg. Das ist eine Umkleide. Stangen mit Kleidern, die in guter Qualität sind. Ja, klar, die Frau fragt direkt, ob sie in dem Kleid nicht dicklich aussieht. Ich muss nur mal mit dem reden. Ja, hast du nicht Der Mann runzelt die Stirn, ohne von seiner Arbeit aufzublicken, antwortet er mürrisch. Ja, und euer Anliegen ist bestimmt sehr dringend, wenn ihr jetzt bitte kurz still sein könntet. Ich hätte ein paar Fragen. Warte, ohne etwas zu sagen, geh weg. Ja, wir warten mal. Schließlich legt er die Stickarbeit nieder und sieht dich an. Doch bevor du etwas sagen kannst, hat er sich schon an einer anderen Stickerei zu schaffen gemacht. Dabei scheinen wieder winzige bunte Funken aus dem Stoff zu fallen. Hör mal, ich habe doch nur ein paar Fragen. Beantworte mir meine Fragen, Schneider, oder es gibt Ärger. Warte noch eine Weile. Wir warten noch mal. Als er fertig ist, legt er seine Arbeit nieder und sieht dich prüfend an. Sei gegrüßt, ich bin Concalves. Darf ich wissen, welche Angelegenheit ihr mich sprechen möchtet? Ich hätte ein paar Fragen.
Ich hoffe, es geht um Kleider oder so. Ich beantworte nämlich keine Fragen, die nicht mich oder meinen Laden betreffen. Was war das für ein Licht, das, als du gestickt hast? Das? Ach, gar nichts. Etwas Zauberei, die ich in den Stoff einwirke, wenn mich der Hafer sticht. Diese Erzeugnisse, die so entstehen, sind meine kleinen Kostbarkeiten, die ich nur selten hergebe. Was hast du denn so an magischer Kleidung da? Nichts, das euch passen würde, mein Herr. So viel steht fest. Ich hätte trotzdem gern gesehen, was du so hast. Wams der dreisten Gaunerin? Okay. Rüstungsklasse 4, ETW 0 plus 1. Ja, das ist nicht schlecht. Kann natürlich nur von Anna verwendet werden, weil Frauenkleidung. Oder das Wams des huschenden Schattens. Etwas schlechter, aber dafür die Diebesfähigkeit etwas besser. Aber das Wams der dreisten Gaunerin ist eindeutig die bessere Wahl. Trotzdem, ja, ich kann's nicht bezahlen. Und stehlen, das dürfte auch nicht gehen. Ich hätte ein paar Fragen. Kann ich hier Nadel und Faden kaufen? Ach so, ja. Ich hätte gern ein Staubmenschenkostüm. Ihr habt großes Glück, ich habe zufällig eines da. Es kostet 30 einfache Kupfermünzen. Ja, das nehme ich. Konkalves holt ein paar ordentlich zusammengelegte Roben unter einem Tisch hervor. Bitte schön, mein Herr, aber seid gewarnt, falls ihr das Kostüm beim nächsten Maskenball von Lord Irt tragen wollt, werdet ihr nicht der Einzige sein, der sich als Staubmensch verkleidet. Das werde ich mir merken. Leb wohl, Konkalves. Hätte ich noch eine Staubmenschenrobe gehabt, hätte ich wahrscheinlich die dem Malmana geben können. Naja. Der Mann sieht dich erwartungsvoll an. Und, hast du das Kostüm von Kankalfes bekommen? Ja, da hast du es. Es hat mich 30 Kupfermünzen gekostet. Lüge? Ja, da hast du es. Es hat mich 50 Kupfermünzen gekostet. Ich kann das Geld gebrauchen. Der Mann sieht sich verblüfft an. Unmöglich! Lächerlich! Wir hatten 30 Kupfermünzen ausgemacht, als ich ihm den Auftrag gegeben habe. Ja, entweder ich gebe es zu oder ich sage, ja, du hast ihn beleidigt. Deshalb hat er den Preis erhöht. Ja, Hab mein Tagebuch auf den ich will Leuchtturm. das Geld. Und 8000 Erfahrung. Nett. Also schön, nimm das hier. Er wirft die 50 Kupfermünzen hin. Jetzt muss ich aber los. Moment, Konkalfes hat gesagt, dass bereits viele Leute als Staubmännchen zum Maskenball gehen würden. Ja, warum? Ja, dann auch noch. So? Mist. Ich will ja nicht in so einem stinknormalen Kostüm hingehen. Ich könnte mal nachsehen, ob er ein anderes fertig hat. Ich könnte versuchen, dir ein anderes Kostüm zu besorgen, aber das kostet. Hätte ich mir denken können. Hier, du Halsabschneider, das wird ja wohl genug sein. Er gibt dir 20 Kupfermünzen. Mein Ja, ich Tagebuch hole auf dir den ein neuesten Stand anderes gebracht. Kostüm. Es wird mehr sein, aber. Naja. Ich hätte da wieder ein paar Fragen. Ich hätte gern noch ein anderes Kostüm. Die Staubmenschennummer wird doch langsam fade, ne? Ich möchte auch ein Göttermenschen. Ich habe auch ein Göttermenschenkostüm da, wenn ihr möchtet. Kostet nur 50. Ja, okay. Bitteschön, viel Spaß beim Maskenball. Ja. So, Malmana.
So, hast du ein anderes Kostüm von Kong Calvus bekommen? Ja, hier ist es. Hat mich 80 Kupfermünzen gekostet. Das ist unfassbar. Völlig absurd. Was glaubt er, wer er ist? Er runzelt plötzlich die Stirn. Wenn ich es mir recht überlege, dann klingt das doch ein bisschen zu krass. Selbst für Kong Calvus. Er beäugt dich misstrauisch. Der Mann mag dich nicht besonders, Malmana. Du bezahlst für die rüden Worte, die du ihm vorhin einen Kopf geworfen hast. Ich denke mal, wenn ich lüge, entweder kriege ich das Geld oder ich mache ein Verlustgeschäft. Ich probiere einfach mal. Ich habe mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wow. Okay, 6000 EP und ja. Er mustert dich misstrauisch und lenkt dann ein. Er gibt einen mürrischen Ton von sich, ein 30er Kostüm und drückt dir 80 Kupfermünzen in die Hand. Jetzt muss ich aber los. Leb wohl. Okay. Das ist wahrscheinlich auch nur was man mit einem hohen Charisma bekommt. Erledigt. Also, Charisma ist ja, ja, wenn das nicht hoch genug ist, ein betrunkener Magier, okay, eine Mel. Also, wenn das, Charisma nicht hoch genug ist, dann, ja, funktioniert sowas nicht. Ein Performance-Künstler? Was ist das? Ein seltsam aussehendes Gebäude. Ein Café? Offiziere des Harmoniums? Okay. Elo Brande. Wahrsagerin. Also was haben wir da? Den Kuriositätenladen, die Apotheke, das Haus von Finam, den Linguisten, könnte ich gebrauchen. Das Haus des Advokaten und wieder noch Untersiegel. Okay. Reden wir mit Saharwald Vijul. Die junge Frau riecht stark nach Alkohol. Trotz ihrer dunklen Haut kannst du sehen, dass ihr schönes, aber grausam wirkendes Gesicht rot ist. Sie ist schlank, aber muskulös und trägt exotischen Schmuck und durchscheinende Seidenkleider. Ihre Schenkel und Unterarme sind von zahlreichen Narben übersät, die aussehen, als stammten sie von Kampfwunden. Oh, eine Mönchin? Keine Ahnung, wie man die Mönchklasse bei Frauen nennt. Naja. Nun, was haben wir denn hier? Eine kleine Tiefling-Gotzenkönigin, die aus dem Stock gekrochen ist? Die Frau macht einen Schmollmund und tut so, als ob sie mit einem Kleinkind reden würde. Hast du dich verirrt, kleiner Tiefling? Oh, sie hat einen Schwanz. Wie süß. Anna wird rot und knurrt, aus ihren Fäusten sprießen Klingen. Nun, du Scheusalz-Kumpan, lass das bleiben. Die Frau scheint nicht nervös zu werden, als Anna ihre Waffe zieht, sondern schnalzt nur missbilligend mit der Zunge. Lass das, oder ich hack dir den Schwanz ab und füttere meine Hunde damit. Genug, Mädel, entschuldige dich bei ihr oder ich schneide dir was ab. Lass die Sache Anna, dann gibt's Kampf. Lass gut sein, Anna, sie ist es nicht wert.
Ja, beleidigen wir sie mal ein bisschen. Du hast eine scharfe Zunge, Mädel. Anna spuckt aus und schärft ihre Klingen gegeneinander. Ich frage mich, wie gut dir deine kitschigen Klunker- und Hurenklamotten stehen, wenn du tot auf der Straße liegst. Anna, warte! Du dreckiger, leichter unteren Ebenen. Bastard, den nicht einmal ein Tanari in seinem Bau dulden würde. Sie zieht ihre Klinge. Ja, steck die Klinge wieder ein, Mädel, oder ich ramme sie dir in deinem Bau. Ruf die Wachen und lass die Sache ihren Lauf nehmen. Nee, ich werde dich nicht mit Anna aneinander geraten lassen. Hier, Darkon ist eine andere Sache. Der ist ein Kämpfer, aber Anna? Welche Scheusal hat dich denn zur Welt gebracht? Sie verzieht angewidertes Gesicht und lacht dann gellend. Was für ein Gestank! Bist du etwa eine Bastarde des Todes? Du siehst ein gebogenes Langmesser an ihrer Hüfte und ihre Hand ruht leicht auf seinem Heft. Soll ich diesem übergeschnappten jungen Ding eins über die Rübe ziehen, Meister Mord? Sei erbarmungslos, Mord! Yo, Mord hat eine Klappe, die ist größer als sein, naja, Körper, also, ja, Schädel in dem Fall. Nein, Mord, ich übernehme die Sache. Oh, ich muss es einfach wissen. Also, stinkst du wie die Gossen des Stocks oder stinken seine Gossen wie du? Was hast du da gesagt, Mädel? Täuschung, Athana, bist du das? Was hast du denn? Ich habe keinen Grund, mich mit dir zu streiten. Lass es gut sein und geh deine Wege. Greif sie an, ignoriere sie und geh weg. Athana, bist du das? Mir gefällt deine benebelte Vorgehensweise, Meister. Die Frau blinzelt dich überrascht an. Athana, erinnerst du dich nicht an mich? Ich hab's dir doch gesagt, Athana. Ich hab dich nie geliebt und ich werde es auch nie tun. Das bisschen Freude, was du mir gegeben hast, war deine grauenhafte Gesellschaft nicht wert. Und jetzt lass mich mit Ruhe. Oh, ich dachte, du wärst Athana, aber du bist doppelt so hässlich und stinkst doppelt so grauenvoll wie sie. Vergiss es, Lipo. Oh Gott, so eine plumpe Beleidigung. Hier das zweite. sie hört dir eine Weile zu, scheint verwirrt, knurrt dich an und macht Anstalten, ihre Waffe zu ziehen. Kämpfe mit ihr, ruft die Wachen. Ja, wir kämpfen. Das war nett. Halte aus. Werde stark durch das Ausharren. Dein Weg ist der meinige. Erledigt. Ich höre dein Wille geschehen. So. Jetzt ist die Frage. Okay. Ja, um das Inventar. Das abermals volle Inventar. Gott, das ist die beste Neuerung von dem Inventar in Neverwinter Nights 1. Weil das bleibt noch bis Icewind Dale so klein mit Advanced Dungeons and Dragons. Schon gut. Boah, es nervt einfach. Naja, egal. Ja, als nächstes geht das dann hier ins Bordell, ne? bis dahin, Gruß, Zynas Fan.